Hallihallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren Part. Mein Name ist Gelato86 und wir spielen das Spiel Gothic. So, wir sind hier letztens stehen geblieben und waren auf dem Weg zum Sektenspinnerlager. Und da gehen wir jetzt auch hin. Wie sich auch im letzten Part die Minecrawler-Königin besiegt. Und ging, glaube ich, falsch. So, wir müssen in diese Richtung. Ja, und wenn ich irgendwelche Mobs auf dem Weg begegne, dann werden die einfach gekillt. Wie sonst auch immer. Und ja, da wir halt jetzt in Kapitel 2 sind, wahrscheinlich schon bald in Kapitel 3. Ich habe keine Ahnung, wann wir in Kapitel 3 kommen. Aber auf jeden Fall sind da neue Monster wahrscheinlich unterwegs. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Macht super Spaß. Freue mich immer wieder, einen neuen Part aufnehmen zu dürfen. Und jo. So, dann nehmen wir mal so einen Rank. Ja, leider haben wir nicht mehr so viele. Naja, die haben wir schließlich aus dem Turm. Aus dem alten Lager. Aus dem ganzen Turm, der ganzen Truhe. Haben wir ja alles geklaut. Und das ist alles uns. So. Oh, da ist ein Lurker? Wie heißen die? Heißen die Lurkers? Ja, ne? Ja. Mit einem Schlag. So, wie sich das natürlich gehört. Ich habe jetzt auch mal auf den zweiten Speicher gespeichert. Weil ich gesehen habe, dass wir das letzte Mal dort vor 2 Wochen oder so gespeichert haben. Oder vor 3 Wochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Und falls was mit dem ersten Spielstand passiert, haben wir dann auch noch so gesehen den zweiten Spielstand. Und es ist ganz gut. Wenn wir beide haben. So, ich hoffe, ich laufe irgendwie richtig. Ja, eigentlich immer geradeaus. Immer geradeaus. Aber so viele neue Mobs sind jetzt gar nicht gespawnt, oder? Oder laufe ich in der falschen Gegend? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass so viele Mobs gar nicht da sind. Die sind alle noch tot vom ersten Mal. Naja, vielleicht muss ich die auch erstmal finden, keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall noch sehen. Das war sowieso dieser Wald, wo ich mich sowieso nochmal umschauen wollte, weil ich habe hier noch nicht alles abgeschlachtet. Vielleicht auf den Hauptweg, aber noch nicht so, wenn man mitten reingeht. Wahrscheinlich gibt es hier auch noch irgendwo einen Schattenfellläufer, oder wie die heißen, keine Ahnung. Schattenläufer. Ja, bin auf jeden Fall super gespannt, wie die Geschichte weitergeht, weil ich habe die wirklich zum Teil vergessen. Ja, ich weiß halt, dass der Endboss ein böses, großes Viech ist. Mehr will ich dazu nicht spoilern. Aber ich denke mal, das Spiel, hier gibt es eigentlich nichts mehr zu spoilern. Das ist schon so lange draußen, da weiß eigentlich jeder Bescheid. Ich habe halt vieles vergessen, was auf dem Weg halt so noch passiert. Ich wusste halt, dass irgendwann mal die Minecrawler-Königin kommt, aber... Oh, da ist ein Bug. Warum kann ich durch Wände schauen? Das macht mir Angst. Ich möchte nicht durch Wände schauen können. Das ist keine gute Gabe. Okay. Genau, den habe ich gemeint. Da ist ein Schattenläufer. Hat er jetzt tatsächlich den einfach gekillt? Komm mal her. Komm mal her, du Würstchen. Machte so einen auf stark, dabei wird er von mir gekillt mit 3-4 Hiebs. Ein hässlicher Penner. So, alles meins. So, das ganze Zeug wird natürlich auch noch mitgenommen. Ja, dieses arme rosa Schweinchen gekillt. Dabei wollte ich doch die Erfahrung. Das ist eigentlich ein No-Go. Wenn die anderen Monster meine Monster töten, dann werde ich böse. Denn das ist meine Erfahrung, die ich da nicht bekomme. Also ist das eine Frechheit. Bin ich jetzt eigentlich da, wo ich hin wollte? Also ein bisschen weiter tiefer im Wald? Ja, ich bin jetzt hier weiter tiefer im Wald. Warte mal, ist nicht da hinten diese Lurkerhöhle, die ich letztens irgendwie vergeigt hatte oder verpasst hatte, wo ich nach ihr eigentlich gucken wollte und doch nicht gefunden habe? War das nicht hier?
War das nicht hier, als wir das allererste Mal zu den Insektenspinnen gegangen sind? Ah nee, das war eine Varanhöhle, oder? Nein, da hinten waren noch diese schwarzen Goblins, oder? Ich kann mich so leicht noch erinnern, die wir vor ein paar Parts erledigt haben. Aber wo diese ganzen Varanen waren, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich leider nicht mehr. Und da hinten wollte ich mich sowieso nochmal umgucken auf der Karte, was ich ja demnächst machen wollte. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Aber jetzt erstmal ja, in Sumpflage und gucken, was der mächtige Guru, der O-Punkt-Punkt-Punkt, wie der heißt, keine Ahnung, was er zu sagen hat. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ja, wie ich in den Kommentaren gelesen habe, ist es wahrscheinlich jetzt so, dass ich auswählen kann zwischen Magier oder Gardist. Ja, die Frage, ich wollte ja eigentlich Magier werden, ne? Oder wir wollten Magier werden. Ich habe jetzt auch schon einige Punkte, 40 Punkte, krass, bald sogar schon 50, die ich dann natürlich ins Mana stecke. Und wenn ich dann Magier werde, dann dann kann ich schon Zauber benutzen. Ist gar nicht mal so schlecht. Das ist sogar richtig geil. Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil oder Nachteil ist. Also auf jeden Fall, wenn man Magie benutzt und jemanden angreift, irgendein NPC, dann ist er sofort tot. Also sprich, der ist dann sofort tot. Wie wenn du jemanden mit Pfeilen angreifst, der ist dann auch immer sofort tot. Deswegen, Magie ist schon cool. Hab's ja gerne als Magier im zweiten Teil gespielt. Also da war ich immer Feuermagier. Ja, am Anfang musste man halt diesen Schaf besorgen und auch diese 1000 Goldmünzen. Und das war schon geil. Magier ist schon geil in Gothic, ja. Kann mich allerdings echt nicht mehr erinnern, wie das war im ersten Teil. Also wie man im ersten Teil als Magier spielt. Also im zweiten Teil, da kenne ich mich soweit noch einigermaßen gut aus. Aber halt hier im ersten Teil weiß ich gar nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Macht bestimmt dann auch Spaß. Als Magier. Ich meine, wenn wir scheiße sind, können wir immer noch unser Schwert benutzen, daher. So schlecht wird es schon nicht werden. Würde ich jetzt mal behaupten, oder? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Hey, lass mich durch. Der hässliche Templer. Guck mal sein Gesicht an. Wie eine Kartoffel. Wobei eine Kartoffel ist schöner. Ja krass, ne, dass der Typ so eine eigene Bitch hat für sich. Der hinten die ganze Zeit wedelt und wedelt und wedelt. Ach, hier Brian, ich vergesse halt seinen Namen. Hey, hier Brian, was geht ab? So, ich speichere nochmal. Ich dachte, da heißt irgendwas mit O. Hä? Mussten wir nicht mit denen quatschen? Hast du uns nicht zu erzählen? Warte mal, mit wem müssen wir denn quatschen? Ach so, mit Korkalom. Stimmt, das heißt, wir müssen mit Korkalom quatschen. Warum bin ich denn zu den Typen gegangen? Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall war das ein Fail. Wahrscheinlich müssen wir erst mit Korkalom und dann mit dem Typen quatschen. Mit diesem U-Brian, wie der heißt. Hier sieht man auch nicht, wohin man immer hinläuft. Man läuft einfach irgendwo hin und ich habe keine Ahnung. War das nicht gleich irgendwo hier im Eingang mit dem Korkalom? Da war doch irgendwo ziemlich weit oben direkt. Direkt so fast am Eingang. Ich kenne mich halt immer noch nicht so hier aus. Das muss ich leider zugeben, weil das für mich alles wie so ein Riesenhaufen Scheiße hier aussieht. Das Sumpflager. So, die haben alle auch keine Quests mehr, ne? Ich glaube, das ist irgendwo hier oben. War das nicht diese böse Leiter, die uns nicht nach oben gelassen hat? So, wir speichern auf jeden Fall mal ab, weil ich habe keinen Bock, wie das letzte Mal einfach runterzufallen. Weil das Spiel zu doof ist, oben einen weiteren Weg zu gehen. Lieber lässt uns einfach runterfallen. Immer wieder dieselbe Leier. Ui, es hat geklappt. Ui, das sind zwei Novizen, die müssen Leib sterben. Hast gewonnen. Er hat ihn fertig gemacht! Er hat ihn fertig gemacht!
Oh, dieses Geräusch habe ich vermisst. Dieses. Ah! Das ist Musik in meinen Ohren. Wenn man ein Gothic-Liebhaber ist. Und nicht, dass jetzt irgendwelche Templer kommen, die das gesehen haben. Und mich zur Rechenschaft ziehen. Nee. Da hauen wir lieber ab. So, wo war das denn? Ach, das ist da hinten. Da ist die Templeranlage. Da wollten wir gar nicht hin. Templer. Was macht ihr hier? Geht einfach nur rum. Den ganzen lieben Tag. Mist, wo war das jetzt mit Korkolom? Auf jeden Fall irgendwo oben. Und man kann ja wahrscheinlich hier so einen Kreis rumlaufen. Vielleicht auch da hinten? Ja, das ist so eine Schande, dass ich mich hier nicht auskenne, leider. Ah, ich glaube, da hinten sind wir richtig. Oder doch, noch weiter hinten. Ach, weiß der Geier. Auf jeden Fall irgendwo hier oben. Auf jeden Fall irgendwo hier oben. Wir werden es schon finden. So, immer schön fleißig speichern. So, hier das war es auch nicht. Ich glaube, das ist das Haus, oder? Ja, das ist das Haus. So, jetzt will ich mir mal gucken, wo das ist und merken. So, das ist ziemlich weit rechts, leicht oben. Alles klar, habe ich mir gemerkt. Wahrscheinlich bis nächstes Mal wieder vergessen. So, Kokolom, ich habe das Sekret. Hey, ah, ja. Mann! Lass uns unseren kleinen Streit von letztens vergessen, okay? Was willst du? Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut. Was willst du? Ich möchte deine Robbe. Erz, Heilmittel, eine Waffe, eine Rune. Ich möchte eine Rune. Eine Rune. Möge diese Rune hier deinen Weg erleuchten. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Er hat vorhin ausgezeichnet gesagt, wie Mr. Burns aus Simpsons. Was haben wir denn für eine Rune bekommen, wenn wir schon Magier werden? Dann hoffentlich was Geiles. Eine Lichtrune, das ist doch cool. Das ist gut. Da können wir im Dunkeln Licht machen. Also tatsächlich noch mehr zu erzählen. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen? Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Talas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Wo finde ich Talas? Wo finde ich Talas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Alles klar. So. Was ist für mich da drin? Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit Nein, hast bewiesen? Du nicht. Du wirst angemessen entlohnt werden. So. Wer hat den Almanach gestohlen? Talas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Alles klar. So, ich habe das Buch gefunden. Stimmt, wir waren doch schon dort. Wir haben doch die schwarzen Goblins, ja, die Höhle haben wir doch in irgendeinem Patschen auseinandergenommen. Dementsprechend habe ich schon das Buch. Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, haben wir leicht vorgearbeitet. Was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen.
Bin ich schon so weit? Habe ich das Spiel schon fast durchgespielt? Schreibt es in die Kommentare, ihr wisst das besser als ich. Aber ich bin schon ein bisschen weit, ne? So, warum tut es jetzt regnen? Ja, das ist gut, dass wir letztens da die schwarze Höhle... Die schwarze Goblins-Höhle... ja, gemeistert haben und dementsprechend dieses Buch gefunden. Habe ich mir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gespart. Okay, der Tempel ist zu doof. Geht lieber baden. Und ich habe auch keine Ahnung, wohin ich laufe. Also wir müssen bei Nacht zu diesem Templer-Vorplatz. Wo immer das auch sein mag. Und dafür müssen wir erstmal pennen. Ja, ich habe ja letztens gefragt, ob die Spielgeschwindigkeit okay ist, weil ich jetzt mehr bisschen mehr Story mache, als einfach so nebenbei irgendwas. Und ihr habt geschrieben in den Kommentaren, ja, das ist okay. Dann werde ich mich auch in der Geschwindigkeit erstmal halten. So, bis Mitternacht schlafen. Hey. Wie sieht's, ne? Ich komme in dein Haus, raube dich aus und töte dich. So, und keiner sieht die Leiche. Ja, es werden auf jeden Fall noch Parts kommen, wo ich einfach vielleicht nur Mist mache. Ich alle Lager einfach auseinandernehme. Oh, es ist sehr dunkel, man erkennt wahrscheinlich gar nichts, ne? Also machen wir mal schnell die Fackel an. Wobei, wir haben hier noch so einen Lichtzauber. Wir haben hier noch den Lichtzauber, ich hoffe, das hilft. Und man erkennt trotzdem was. Also müssen wir jetzt zum... Ah genau, hier vorne ist es doch schon, da müssen wir hin. Zum Vorort der Templer. Des Templers. Naja, jedenfalls hier. So, hier speichern wir nochmal ab. Ich habe echt keine Ahnung, was passiert. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Meister, was ist passiert? Ja, Meister, was ist geschehen? War es der Weg in die Freiheit? Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Alles klar, Kapitel 3. Artefakte von uralten Machtmenschen oder was da stand, keine Ahnung. Also kommt jetzt noch das ganze Ork-Gebiet. So, mit wem können wir quatschen, der hier einen Namen hat? Hat hier jemand einen Namen? Hallo?
Frau Kalom, was ist passiert? Du? Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Diesmal nehme ich... was nehme ich denn? Ach, ich nehme das Erz. Gib mir Erz. Dies soll deine Gier nach Erz zufriedenstellen. Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Wir haben 32. Möge der Schläfer dich erleuchten. Wir haben 32 Minecrawler-Zangen, 3 lächerliche Tränke umgetauscht, oder was? Ist das dein Ernst? Naja, auf jeden Fall, wir können hier Magier werden und haben genug Mana. Der Typ tot? You Brian! Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. So. Was springt für mich dabei raus? Du willst Erz? Anscheinend habe ich mich in dir getäuscht. Aber ich brauche dich. Hier, 100 Erz, mehr gibt es nicht. So wenig? Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Einen Ring, okay. Wie werde ich mich... möchte ich nicht auf... Ja, wo finde ich den Friedhof? Wo ist der Ork-Friedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Alles klar. Möchte ich da aufgenommen werden? Nein. So, außerdem müssen wir sowieso jetzt erstmal ins... ich lasse mir mal den Weg zeigen. Von Talas. Und dann, wenn ich dort angekommen bin, werde ich mich von dort verpisseln ins alte Lager. Und dort werden wir dann Magier, wenn es geht. So, wo ist denn dieser Talas? Talas, huhu, ich suche dich. Blöde. War doch klar, dass das Ärger geht. Du Talas? Du bist Talas. Tatsache. Ei. Ey, genug gekifft. Hallöchen. Koangar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Balukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Cool, da bringt er mich direkt hin. Ja, ich will einfach nur wissen, wo das ist, weil ich weiß es echt nicht mehr. Und wenn er mir schon den Weg zeigt, dann werden wir das gerne annehmen. Wuhu! Ja, mal gucken, was ich dann für Vorteile habe als Magier. Ja, kann ich wahrscheinlich hier Eismagie, Feuermagie und so weiter benutzen, ne? Lass uns lieber über. Also im zweiten Teil war ich ja Feuermagier. Da kann ich mich erinnern, habe alles Mögliche an Feuermagie benutzt. Von Feuerbällen bis kleinen Feuerschüssen bis Feuerregen auf, ich glaube, Stufe 5 war das oder so. Oder Kreis 5. Auf jeden Fall war das richtig heftig. Eine ganze Umgebung von 5 Meter bei Feuerregen oder 10 Meter sogar Umgebung, alles verreckt, niedergebrannt. Das war cool. So, das war richtig gut.
So, also Talas, ich klebt ja am Hintern, deswegen zeig uns den richtigen Weg. Ich kann es halt nur vermuten, wo das ist. Oder auch nicht. Vielleicht ist es tatsächlich da unten, wo ich mal erforschen wollte, aber dann abgebrochen habe zu erforschen. Also er weiß es besser. Deswegen Talas, bring mich dahin und belehr mich eines Besseren. Ja, nachts sieht das Spiel schon ein bisschen anders aus, ne? Sehr viel dunkler. Ich dachte, dass halt nachts auch hier mehr Viecher unterwegs sind, aber dabei ist es, glaube ich, egal, ob es Tag oder Nacht ist. Die Viecher sind immer gleich. Also wenn du sie abgeschlachtet hast, dann bleiben die tot. Ist das tatsächlich der Weg, wo ich mal hin wollte? Ja, hier wollte ich mich doch mal umgucken. Aber ich glaube, ich bin nicht durch die Brücke gegangen, oder? Ah, ich weiß es nicht mehr. Wir sind, glaube ich, da oben lang gelaufen. So, auch hier werde ich dich nicht mehr über die Brücke begleiten. Sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Bal-Lukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. Okay, das heißt, ich merke mir, hier ist das, wo ich hin muss. Aber das werde ich dann natürlich später machen, weil ich jetzt erstmal ins neue Lager, nein, ins alte Lager gehe und mich dort erstmal umschaue. Und ich habe außerdem Raven noch gar nicht berichtet, was die überhaupt vorhaben und so weiter und so fort. Ich glaube, das müssen wir auch so mal machen, damit wir auch Belohnung bekommen und auch das mal abschließen. Bestimmt sagt er, hey, du Penner, du warst eine ganze Zeit lang nicht da. Schon so viel passiert, wo warst du? Schande über dein Leib. Du bist ein schlechter Schatten. Oder irgend sowas wird er sagen, keine Ahnung. Blutfliege, meine XP. So, nice, 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 nice. Ich glaube, von hier aus kann ich schon das neue Lager sehen. Zumindest der Turm. Ja, ich glaube, das ist so der schnellste Weg dorthin. Einfach geradeaus. Ein paar Mobs noch töten auf dem Weg. Ach so, klar, es sind neue Mobs aufgetaucht, weil wir sind jetzt Kapitel 3. Das heißt, überall sind wieder neue Mobs gespawnt. Also könnte man eigentlich auch einfach nur ein bisschen rumlaufen, ein bisschen farmen. Na komm her. Ich glaube, die ist verpackt. So, habe ich dich erwischt? Na komm, nimm die Blutfliege aus. So, sind wir hier auf dem richtigen Weg? Ja, wir sind hier. Wir sind auf Neu-Varane. Oder Lurka, ne, Varan. Ach, ich find's cool, dass alles irgendwie durch einen Schlag verreckt. Ich hatte früher richtig Respekt gehabt, wo man noch so Noob ist. Dann nimmst du auch jeden Gegner total ernst und wahr. Und jetzt mittlerweile mit einem Schlag verreckt hier einfach alles. So wie sich das gehört. Und so muss das auch sein. So, dann auf zu Raven. Waren die schon immer hier? Gut, dass du da bist. Thoros will dich sprechen. Was will er denn? Das wird er dir schon selber sagen. Alles klar. Dann gehen wir mal zu Thoros. Ich denke mal, ich werde mal pennen, damit wir mal tagsüber haben. Weil nachts ist immer doof, man erkennt dann immer so wenig. Also man erkennt schon was, aber ich mag lieber tagsüber. Ach, das waren noch Zeiten, wo ich bei Snap jeden Tag hier 3 Portionen Fleischschwanzen-Ragout abgeholt habe, ne? Das waren noch Zeiten. Ja, hab schon vieles getan hier in Gothic 1. Schatten, stirb. Ja. Ich war's nicht. Das war der Ich.
hat eigentlich Sketti? Ich glaube, Sketti hat auch so ein normales Schwert. Dabei ist er der Führer der, naja, dieses Kampfring ist da, oder wie man das nennt. Hey Snaf, den guten alten Zeiten zu Wille. Komm, gib mir mal einen Fleischwanzenregel oder drei. Oh. Lass dich von mir nicht stören. Der lebt bleib immer noch bei dir, keine Sorge. Ja, Mut kommt mit mir zu den Orks, das ist cool. Hey Snaf, hi. Für Gomez. Für Gomez. Lass uns den kleinen Streit vergessen, okay? Okay. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm drei Portionen. So. Ja, Mut klebt uns wieder an der Backe. Da läuft auch fleißig wieder hinter uns her. Ihr seht, er lebt noch. Ich habe den nicht heimlich abgemurkst. Hey, Taurus, was wolltest du? Für Gomez. Du wolltest, ich habe die 10.000 Brocken, bla bla bla. Ja, genau hier. Du wolltest mir etwas mitteilen. Ja. Durch das, was du in der Mine getan hast, hast du nicht nur deine Tapferkeit, sondern auch deine Stärke und deine Fähigkeit im Kampf unter Beweis gestellt. Ich bin bereit, dich in die Reihen der Gardisten aufzunehmen. Ich gebe dir eine Chance. Wie sieht's aus? Ich interessiere mich für den Weg der Magier. Ich interessiere mich für den Weg der Magie. Nun, dann solltest du vielleicht mit Koristo sprechen. Er hat auch Milton unterrichtet. Ich bin sicher, dem steht nichts im Wege. Cool, dann werden wir doch geil Magier. Oh, das wird bestimmt toll werden. Gardist wäre auch nicht schlecht, ne? Aber wir wollen ja kein Loser werden. Wenn du meinst. Scorpio, was gab's bei dir nochmal? Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Ach ja, da fällt mir wieder auf, ich habe Mut überhaupt nicht vermisst. Für Gomez. Kannst du mir beibringen zu kämpfen? Ich unterrichte nur Gardisten. Bis Taurus dich nicht zum Gardisten gemacht hat, musst du dir jemand anderen suchen. Okay, alles klar. Lass mich vorbei. Dann eben nicht. Ja, dann werden wir halt so ein Kampfmagier, ne? Kampfmagier, sprich, wir haben gut Einhand trainiert. Plus, wir haben... Hast du eigentlich ja, wir werden Magier. Och man, Mut. Komm, sei ruhig. Hallo Freund, das passiert mir nicht noch. Hallo Freund. Nenn mich nicht Freund. Ah, diese zwei Pfeifen hier. Und der böse Gomez. So, das heißt, Raven ist wahrscheinlich irgendwo in seinen Gemächer. So, wo war nochmal seine Gemächer irgendwo oben, ne? Ich glaube, irgendeins der äußerlichen Räume, ich glaube, so wie das hier. Genau, da hinten sitzt er. Der alte Raven. Hey Mann, lass uns unseren kleinen Streit von letztens vergessen, okay? Okay. So. Wie steht der Erzhandel? Wie steht der Erzhandel? Die alte Mine spuckt genug aus. Die letzte Lieferung aus der Außenwelt war ziemlich fett. Ziemlich fett? Fett, fett? So, Zwischenbericht abgeben. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Wuhu, Level Up! Ich bin gern gut informiert. Die große Beschwörung hat stattgefunden. Du hast deine Sache gut gemacht. Ich weiß. Und das war's? Lass mich mal durch! Und dass ich denn mit dem Minecrawler und sowas berichtet hätte sein sollen, hätte ich wahrscheinlich zwischendurch auch nochmal Erfahrung bekommen oder so. Wir können auch mal mit zwischendurch mal wieder mit Gomez quatschen. Mal gucken, was er jetzt sagt. Vielleicht tut uns diesmal nicht töten direkt. Aber auch hier würde ich erstmal kurz abspeichern, um zu gucken, was da passiert. Weil sonst spricht man so mit Gomez eigentlich nicht. Obwohl er ein geiles Schwert hat. Ich möchte dein Schwert, Gomez. Hallo. Gib mir dein Schwert. Hallo. Klar, dass das Ärger. Okay, das heißt, ja, das heißt auf zu Milton, zu den Feuermagier. Und der nimmt uns dann im Kreis der Magier auf. Wenn wir schon kein Gardist sein wollen. Da wir den Weg der Magie gehen. So, erstmal mit diesen zwei Kaspern hier. Sei gegrüßt. Hallo.
Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich muss tun, Magier zu bla bla. So, ja. Was muss ich tun, um Magier zu werden? Sprich mit Meister Koristo, wenn er Zeit für dich hat. Meister Koristo? Hallo, Freund. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Geh zu Milton. Der gibt sich mit Laufburschen wie dir ab. Ich lauf, Bursche. Was du nicht sagst. Wir haben von deiner Leistung in der alten Mine gehört. Ohne die Minecrawler ist der Erzabbau viel sicherer geworden. Auch Koristo weiß davon. Er wünscht dich zu sprechen. Geh zu ihm. Das ist ja cool. So, das heißt, wir werden richtig geil Feuermagier. Und dann können wir Feuerbälle schießen. Huhuhu. Dass er direkt hier am Eingang steht. Sei gegrüßt. Hallo. Erzähl mir, wie ist es, ein Magier zu sein? Wir sind die Magier des Feuers. Die Diener von Innos, dem Obersten aller Götter. Unsere Magie ist ein Geschenk der Götter. Wir sind auserwählt, zugleich Priester, Lehrer und Richter zu sein. Ein Geschenk, das zugleich eine Bürde ist. Ein Amt, das unser Leben bestimmt. So, ich möchte in den Kreis der Magie aufgenommen werden, und zwar genau jetzt. Ich möchte in den Kreis der Magier aufgenommen werden. Du willst also ein Magier des Feuers werden? Jawohl. Schon viele wollten uns angehören, und nur einen habe ich in all den Jahren zum Lehrling genommen. Milton, ne? Alle anderen haben versagt. Dein Geist ist reif für die Aufnahme. Wenn du Magier werden willst, dann muss ich dich zuvor prüfen. Sag mir Bescheid, wenn du dich dieser Prüfung unterziehen willst. Jo, ich bin bereit, stell mich auf die Probe. Gut, du hast der Bruderschaft im Sumpf einen Dienst erwiesen, richtig? Jupp. Ja. Wie ist der Name unseres Gottes? Innos. Gomes. Der Schläfer. Adanos. Innos. Was ist die höchste Tugend? Die Ehrfurcht von den Göttern, die Ehre des Kämpfers, die Demut vor der Magie, die Disziplin des Mannes. Du hast gut und recht geantwortet. Ich werde dich die Kunst der Magie lehren. Wir werden Magier. Folge mir nun zur Halle der Magie, wo du den alten Schwur leisten wirst. Hehehe, das ist ja cool. Na komm. Wir sind heute zusammengekommen, um einen Diener des Feuers zu weihen. Schwöre nun den Eid des Feuers. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei der Macht des heiligen Feuers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit der Flamme verbunden sei. Bis mein Körper einkehrt in Belias Reich und das Feuer des Lebens erlischt. Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund mit dem Feuer eingegangen. Trage diese Robe als Zeichen des ewigen Bundes. Aha. Nimm diese Rune als Geschenk von Innos. Sie schütze dich auf deinem Weg. Für jeden der Kreise gibt es ein Buch, in welchem die Zauber des Kreises erklärt werden. Studiere sie genau. Denn Wissen bedeutet Macht. Nimm das Buch des ersten Kreises und lerne, das Feuer zu verstehen. Möge das Feuer dich allzeit beschützen. Geh zur Seite. So, wir sind also Feuermagier geworden. Oh, richtig geil. Was haben wir jetzt für Runen bekommen? So, ich habe hier einen Feuerpfeil.
Nice Pfeil. Achso, ich muss irgendwo noch das Buch aufnehmen. Wo hat jetzt gemeint ein Buch? Hier? Ich muss erstmal in den ersten Kreis aufgenommen werden, oder? Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Och Mut, ich bin jetzt Magier, lass mich in Ruhe. So, wir haben aber trotzdem nach wie vor hier alles voller Stärke. Und Magie nein. Warum steht Magie nein? Ich möchte aber Magie ja haben. Schutz vor Waffen 55. Diese Robbe ist ja richtig gut. Sogar noch besser als die Schattenrüstung. So, wie kriege ich das Buch? So, ich benötige mehr magische Kraft. Erkläre mir das Wissen von magischen Kreisen. Meister, ich möchte tragen, ja. Klar. Meister, ich möchte die hohe Robe des Feuers tragen. Du bist würdig, die hohe Robe des Feuers zu tragen. Ja, natürlich, hallo. Das macht richtig. Mut, nerv nicht. Hier, die ist noch ein bisschen besser. Boah, krass. Jetzt sind wir richtige krasse Magier. So, wie ist das mit den Kreisen hier? Erklär mir das mal. Erkläre mir das Wesen der magischen Kreise. Natürlich. Die Kreise symbolisieren deinen Anteil an der magischen Macht. Sie stehen für Wissen, Begabung und für das Erlernen neuer Zaubersprüche. Du wirst jeden Kreis durchlaufen, bis du in den nächsten aufgenommen werden kannst. Es erfordert viele Lernstunden und es bedarf hoher Erfahrung, willst du die höheren Kreise erreichen. Doch die Mühe, sie zu erlernen, wird jedes Mal mit neuen, machtvollen Zaubern belohnt. Die Kreise der Magie sind aber noch mehr als das. Sie sind ein Teil deines Lebens. Sie werden dich immer begleiten. Mache sie zu einem Teil von dir. Ihre Macht zu verstehen, bedeutet, deine eigene Macht zu erkennen. Ach so, das kostet Lernpunkte. Na dann. Ich bin jetzt bereit, den ersten Kreis zu betreten, bedeutet, die Anwendung magischer Runen zu erlernen. Jede Rune birgt in sich die Struktur eines speziellen Zaubers. Durch den Einsatz deiner eigenen magischen Energie bist du in der Lage, den Zauber der Rune zu wirken. Ja, sehr geil. Doch anders als Spruchrollen, die auch eine Zauberformel sind, sorgt die magische Kraft, die der Rune innewohnt, dafür, dass die Struktur des Zaubers erhalten bleibt. Jede Rune ist eine Quelle magischer Kraft, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Deine eigene magische Kraft verbraucht sich beim Benutzen der Rune, wie bei einer Spruchrolle. Mit jedem Kreis, den du lernst, lernst du auch die Möglichkeit, weitere Runen zu benutzen. Nutze die Kraft der Runen, um dich selber zu erkennen. Ja, und wo kann ich neue Runen kaufen? Ich habe mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Meine Damen und Herren, das ist die Nervensäge Mut. Zu Ehren. So, ich benötige... Was benötige ich denn? Ich habe jetzt erstmal hier... Wie viel habe ich denn? Wie viel... Mana habe ich. Ich habe nur 5 Magie. Das ist ein bisschen wenig. Und wir haben 40 Lernpunkte. Und wir sind... Okay, wir brauchen noch 10.000 ungefähr. Magie zu Ehren. Ja, dann gib mir mal ein bisschen mehr Magie. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Wie du sie nutzt, liegt nur an dir. So, wir haben 40. Das heißt, wir können... 1... 2... Jetzt haben wir 15, das heißt jetzt haben wir 20. So, wegen und 25. Was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Faible für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebuchtet. So, Mut, nerv nicht.
Dann möchte ich auch mal in den zweiten Kreis kommen. Ich möchte den zweiten Kreis erlernen. Du hast das Verständnis der Runen gelernt. Nun ist es an der Zeit, dieses Verständnis zu vertiefen. Mit dem zweiten Kreis lernst du die Grundsätze stärkerer Kampfzauber und vor allem das Geheimnis der Heilung. Doch du musst noch viel lernen, willst du die tatsächlichen Geheimnisse der Magie ergründen. Du weißt, dass du jede Rune so lange einsetzen kannst, bis deine eigene Kraft verbraucht ist. Aber frage dich, ob es sinnvoll ist. Du hast Macht verliehen bekommen, mit der es dir ein leichtes ist, Tod und Verderben zu bringen. Doch der wahrhafte Magier zaubert nur dann, wenn es angebracht ist. Erkenne die Situation, dann wirst du die Macht der Runen erkennen. Alles klar. So, wir haben 10 Lernpunkte noch. Das heißt, wir machen noch 2-mal Magie. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen. So, das heißt einmal und zweimal. So, zum dritten Kreis dauert es halt noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Es gibt da ein paar Leute, die versuchen ständig mich zu verprügeln. Fiese Typen aus dem neuen Lager, richtige Brutalos. Ich werde ihnen beim nächsten Mal gleich sagen, dass sie es in Zukunft mit dir zu tun kriegen. Das wird sie sicher abschrecken. Ja. Da bin ich mir sicher. So, was haben wir denn? Wir haben immer noch... So, wir haben 5. Das kann weg. Diese fiesen Schweine aus dem... Och Mut, lass mich doch mal hier meinen Zauber sortieren. Was ist los mit dir? So. Das heißt, 4 ist jetzt Licht. Mana kosten gerade mal 1. Und das Mana kosten auch 1. Echt zu wenig. Weißt du was? Ich tu dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Klar. Ich halte mich da lieber raus. So, wo kriegst du denn eigentlich neue Runen her? Bei dir? Magie zu Ehren. Nein. Ja, ich will auch gucken, wo ich jetzt neue Runen herbekomme, zum Beispiel für den zweiten Kreis. Da haben wir sicherlich noch einen stärkeren Feuerball. Als wir nur den hier. Ich frag mich nur, warum Mut überall mit rein darf. Und da frage ich mich natürlich, was es hier in den Truhen gibt. Magie zu Ehren. Ja, wo kann ich denn jetzt neue Sachen kaufen? Vielleicht bei Milton? Hey Milton? Magie zu Ehren. Ja, kann schon sein. Wir sehen uns. Okay, also ich habe keine Ahnung, wo ich neue Runen herbekomme. Ist jetzt noch keine... Bei den zweien auch nicht. Ich meine, jemand muss mir das ja doch geben. So, wir haben auf jeden Fall schon mal 30 Mana. Das ist schon mal gut, glaube ich. Und wir haben ja auch Tränke. Was stellen so die Tränke denn her? 30, 50 und 70. Okay, vielleicht verkaufe ich noch die hier. Irgendwas. Magie zu Ehren. Ich möchte Schriftrollen über Magie. Ich benötige mehr magische Kraft. Was macht die magischen Künste? Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Münze. 6. Kreis der Magie. 5. Kreis. Der 3. Elixier. Wow, hier hat er ganz viele von denen. Alles klar. Ah, guck mal, hier sind auch noch ein paar. Feuersturm, krass. Was haben wir denn hier? Verwandlung in Wolf, in Scavenger, Mollerod, Lurker, Groveler, Blutfliege, Feuersturm. Das ist doch krass. Licht, Heilung, Feuerball. Ich glaube, das können wir mitkaufen.
Heilung ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Kann man sicherlich immer gut gebrauchen. Nehmen wir mal die Heilung. So, dann nehme ich noch. Das ist aber Kreis 3. Wir haben noch nur Kreis 3 schon. Ne, wir haben Kreis 2. Gab es da nicht noch ein anderes für Kreis 2? Na toll, jetzt sind wir Kreis 2 und haben nur eine Heilung. Okay, das heißt, wir müssen Kreis 3 dann werden, um diesen krassen Feuerball hier zu benutzen. Weil ich glaube, der Kleine ist nicht so gut. Okay, dann weiß ich, dass ich das bei dem bekomme, aber dafür nochmal Heilung. So, dafür gebe ich dir meine ganz viele geklaute Schwerter, die richtig gut viel wert sind. So, was bekommst du denn? Hier kriegst du ein Kampfschwert. Und ein Gardistenschwert. Habe ich bei Gardisten geklaut. Ein Schwert. Und da sind wir schon fast im Geschäft. Ne? So. Accept. Ja, das heißt, wir haben jetzt auch die Heilung. Wir haben auch jetzt die Heilung. Eispfeil. So, dann will ich natürlich jetzt mal aus Spaß jemanden töten. Mal gucken, wie viel Damage ich mache. Mit dem krassen. Ne, nicht Licht, sondern Feuerpfeil. So, davor trinke ich nochmal ganz kurz einen Trank. Mut, du bist jetzt mal mein Opfer. Nicht böse sein. Renn. Okay, Magie funktioniert ganz gut. Keine Zauber. Aufhören, sag ich. Sofort. Doch. Nein. Wir möchten jetzt erstmal hier ein bisschen Pump-Action. Boah, das sieht aber voll wenig ab, ne? Das sieht richtig wenig ab. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall stärker werden. Weil unsere magischen Künste sind scheiße. Manche halten mich ja. Also noch sind sie schlecht. Das heißt, ich muss tatsächlich jetzt erstmal hier dritter Kreis werden, dafür brauche ich 20 Lernpunkte. Das heißt. Boah, das heißt, dass wir noch voll lange brauchen. Gut, dann werde ich in der Zeit trotzdem weiterhin mit einem Kampf, also mit einer Hand machen, weil mit einer Hand mache ich richtig guten Damage. Also nach wie vor töte ich alles. Die mich alle töten wollen, nur weil ich einen umgeboxt habe. Hey, wir sind Freunde. Na gut, wir sind keine Freunde. Gut, bisschen Spaß muss natürlich auch sein. Wir haben es getestet. Ja, was haben wir großartig geschafft? Wir haben geschafft, dass wir Feuermagier wurden. Allerdings sind wir total schlecht in Feuermagie. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch besser werden. Ja, dann würde ich mal sagen, dass der Part hier aufhört. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet im nächsten Part. Schreibt in die Kommentare, wie es weitergehen soll. Und ja, wie die Handlung voranschreiten soll. Was ich noch machen soll. Vorschläge, Infos, was ich vergessen habe. Knallt alles in die Comments rein. Ja, mein Name ist Gelato86 und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.